ihrem Motto Freude am Musizieren ist die Musikschule Friedrichsdorf die Anlaufstelle für alle, die Interesse haben, sich mit Musik zu beschäftigen. In unserem Hauptgebäude im Zentrum von Friedrichsdorf befinden sich die Verwaltung, eine große Anzahl an Unterrichtsräumen sowie eine Aula für unsere Veranstaltungen. Auch in allen anderen Stadtteilen von Friedrichsdorf sind wir, verbunden mit unseren verschiedenen Kooperationspartnern, den Kindergärten, Grundschulen und den weiterführenden Schulen, direkt vor Ort aktiv. Egal ob in der musikalischen Früherziehung im Kleinkindalter, den zahlreichen Musik-AGs in den Kooperationsschulen, spielt bitte nochmal und achte darauf, dass es ganz sauber ist, oder im Instrumental- und Gesangsunterricht. Alle Altersgruppen haben bei uns die Möglichkeit, mit Musik in Kontakt zu kommen. Wir bieten eine Vielzahl an Unterrichtsformaten an. Kannst du versuchen, Legato? Zum Beispiel Einzel- und Gruppenunterricht, Chorgesang und Orchester, Rockbands und Ensemblespiel. Die Musikschule Friedrichsdorf ist Mitglied im Verband Deutscher Musikschulen. Wir gestalten unseren Unterricht nach den vom Verband festgelegten Kriterien und Standards. Der oberste geht ein bisschen zurück. Sehr gut. Merkst du das? Ja. Mach nochmal. Ein Ziel unserer Arbeit ist es, dank unserer sehr gut ausgebildeten Lehrkräfte qualifizierten Unterricht anzubieten und die Schülerinnen und Schüler des Instrumental- und Gesangsunterrichts zum Zusammenspiel mit anderen Schülern anzuregen. Hierfür bieten wir zahlreiche Ensembles an, in denen man mit Gleichgesinnten musizieren kann. In verschiedenen Veranstaltungsformaten bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, das Erlernte zu präsentieren. Zum Beispiel in regelmäßigen Schülervorspielen, beim Klassenmusizieren und in Fachgruppenkonzerten. Das kann aktiver sein, auch wenn es weich ist. Bam, ba, ba, das Drums and Chords Konzert bietet unseren Rockbands einmal im Jahr Gelegenheit, ihr Potenzial zu zeigen. Auch in unserer 2019 gegründeten Akademie für begabtere und interessierte Schüler steht neben der vertieften Beschäftigung mit der praktischen Musikausübung und Musiktheorie der Ensemble-Gedanke im Mittelpunkt. Sollen wir gleich nochmal am Ende schauen, wie wir diesen letzten Einstieg der Geigen koordiniert kriegen? Besuchen Sie uns gerne in der Bahnstraße und erfahren Sie mehr über unsere Angebote.